Ja, so ähnlich ging es mir am Montag und Dienstag diese Woche, und um Erdbeben in Rumänien soll es im folgenden Video gehen. Hallo, mein Name ist Micha, ich lebe seit etwa 1,5 Jahren in Rumänien, nördlich von Craiova, und möchte euch das Land ein wenig näher bringen. Es ist tatsächlich so, Rumänien ist ein seismisch relativ aktives Land. Allerdings nicht überall und auch nicht jedes Mal in der Stärke, wie ich es anfangs der Woche erleben durfte. Lass mich ein wenig ausholen. Die Erdoberfläche, oder auch Erdkruste genannt, besteht aus vielen mehr oder weniger großen sogenannten Platten, die einige 10 Kilometer dick sind. Die schwimmen auf einer mehrere tausend Kilometer dicken Schicht aus flüssigem Magma, dem Erdmantel. Natürlich darf man sich das Ganze jetzt nicht so flüssig wie Wasser vorstellen, eher sehr zähflüssig wie Lava eben. Dabei gibt es Zonen, in denen neues Land entsteht. Das sind die ozeanischen Rücken, in denen Magma aus dem Erdinneren heraus hervordringt und die Platten auseinanderschiebt. Und da die Größe der Erde ja nicht immer gleich bleibt, müssen diese Platten auch irgendwo wieder zurück in den Erdboden versinken. Dies geschieht in sogenannten Subduktionszonen, wo sich eine Platte unter die andere schiebt und langsam wieder im Erdmantel aufschmilzt. Beide Zonen sind oft auch begleitet von Vulkanismus. Am prominentesten hier der Pazifische Feuerring, der eine riesige Subduktionszone darstellt, oder auch Island, wo der Atlantische Rücken über die Wasseroberfläche aufsteigt und permanent neues Land entsteht. Ja, Island wird stetig größer, weil sich der Osten und der Westen auseinander bewegen. Und was hat das jetzt mit Erdbeben zu tun? Ganz einfach. So lockerflockig, wie sich in der Grafik die Platten übereinander schieben, geschieht das in der Realität natürlich nicht. Die Platten sind ja auch nicht glatt wie ein Spiegel, sondern rau, mit Hügeln, Tälern und aus Stein. Das bewirkt, dass sie sich ineinander verhaken und dadurch die Bewegung gestoppt wird. Jedoch baut sich der Druck der nachfolgenden Platte immer weiter auf, bis er sich schlagartig entlädt. Dieses kann in einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Erdbeben sein. Man hört ja immer von den sogenannten Nachbeben. Dabei entspannen sich die Kräfte, die bei der Plattentektonik, so nennt man diesen Vorgang, auftreten. Wenn man sich nun eine Karte Europas ansieht, stellt man recht schnell fest, dass sich zwar keine Subduktionszone direkt in Rumänien befindet, wohl aber eine recht markante Bergkette, die Karpaten. Die Karpaten sind zusammen mit den Alpen vor ca. 135 Millionen Jahren entstanden, wobei der Hauptschub etwa 35 Millionen Jahre her ist. Die Entwicklung dieser geologisch jungen Gebirge hält bis heute an. Das heißt, jedes Jahr werden die Karpaten ein paar Zentimeter höher. Beide Gebirgsketten befinden sich dort, wo sich die afrikanische Platte über die europäische Platte schiebt. Und dadurch entstehen hier auch die Erdbeben. Jedoch ist es hier so, dass sich das Haupterdbebengebiet eigentlich im Kreis Francea befindet, ungefähr zwischen Bosau bis Bacau. Hier sind Erdbeben mit einer Magnitude über 4 auf der Richterskala gar keine Seltenheit. Und auch das größte in Rumänien je verzeichnete Erdbeben trug sich in dieser Region am 26. Oktober 1802 um 12:55 Uhr Ortszeit in einer geschätzten Tiefe von 150 Kilometern mit einer Magnitude von 7,9 zu. Dieses Erdbeben ging mit seinen geschätzt bis zu 1000 Toten und vielen tausend Verletzten als großes Erdbeben in die Geschichte ein. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht mehr festzustellen. Sogar in der Hauptstadt Bukarest wurden damals Häuser zerstört. Und die Schockwellen waren bis Moldawien, in die Ukraine, Bulgarien, ja sogar bis nach Ungarn zu spüren. Weitere schwere Erdbeben in dieser Region ereigneten sich am 10. November 1940 in einer Tiefe von 133 Kilometern und mit einer Stärke von 7,4 auf der Richterskala mit ähnlich vielen Opfern wie beim großen Beben. Am 4. März 1977 in einer Tiefe von 94 Kilometern mit Magnitude 7, bei dem bisher mit 1671 Menschen die meisten Opfer verzeichnet wurden. Davon 1424 allein in der Hauptstadt Rumäniens. Landesweit wurden bei diesem Erdbeben fast 11.300 Menschen verletzt und 33.000 Häuser wurden beschädigt oder sind eingestürzt. Das Erdbeben ereignete sich um 21.22 Uhr, als bereits viele Menschen in ihren Betten lagen. 1986, 1990 und 2018 ereigneten sich noch drei weitere große Erdbeben im Kreis Francea.
Die Beben vom Montag und Dienstag dieser Woche waren die bisher schwersten in der Region Gorsch seit Beginn der Aufzeichnungen. Eigentlich ist das hier bis vor wenigen Jahren eine der am wenigsten seismisch aktiven Regionen in Rumänien gewesen. Aber seit etwa 5 Jahren verzeichnen die Forscher immer öfter kleinere Erdbeben mit den Epizentren etwa 10 Kilometer nordwestlich der Stadt Târgu-Jiu. Ich wohne ungefähr 100 Kilometer in südöstlicher Richtung davon. Den Auftakt der beiden Erdbeben Anfang dieser Woche machte das Beben am Montag, den 13.02.2023 um 16.58 Uhr mit einer Magnitude von 5,2 auf der Richterskala und in einer Tiefe von nur 15 Kilometern. Es war zwar bis nach Serbien und Ungarn zu spüren, jedoch waren keine Opfer zu beklagen. Allerdings wurden einige Häuser dadurch beschädigt. Ich saß gerade am Schreibtisch hier bei der Arbeit während des Bebens und habe dadurch die Vibrationen der Erde ziemlich gut mitbekommen. Die Erde bebte aber nur ein paar Sekunden lang, weshalb ich mir dann auch nichts weiter dabei dachte. Ich habe lediglich im Internet dann nachgesehen, wie stark das Erdbeben war und wo es war, und habe dann meinem Sohn schnell eine WhatsApp geschrieben, dass ich gerade ein Erdbeben gehabt habe. Die folgenden Nach- oder besser gesagt Zwischenbeben waren kaum spürbar, nur als ob jemand einige Sekunden lang leicht am Bürostuhl wackelt. Der große Brecher kam dann keine 24 Stunden später. Am 14. Februar um 15.16 Uhr bebte erneut die Erde. Zwar wieder nur einige Sekunden, aber dafür dieses Mal bei mir deutlich spürbar. Auch die Türen, Schränke und alles, was sich darin befand, haben hörbar gewackelt. Dieses Beben hatte eine Stärke von 5,7 auf der Richterskala bei einer Tiefe von 40 Kilometern. Ich denke, aufgrund der vergleichsweise geringen Tiefe waren die Auswirkungen an der Oberfläche sehr stark. Privataufnahmen aus direkter Nähe zum Epizentrum zeigten die doch relativ große Kraft, die dieses Erdbeben hatte. Zum Glück gab es nach meinen Erkenntnissen aber keine Toten. Lediglich ein paar leicht verletzte und etwa 50 bis 70 beschädigte Häuser. Einige davon sind jetzt einsturzgefährdet. Ein paar Dutzend Menschen erlitten Panikattacken, weil die furchtbaren Bilder des schweren Erdbebens in der Türkei noch frisch und in allen Köpfen sind. Diese Beben hier in Rumänien stehen aber in keinerlei Zusammenhang zu den Beben in der Türkei. Eigentlich gar nichts. Erdbeben sind etwas völlig Normales auf unserem Planeten und dies waren auch erst das zweite und das dritte Erdbeben, das ich wirklich bewusst gespürt habe. Es besteht auch kein Grund, jetzt zu sagen, um Gottes Willen, dann werde ich niemals nach Rumänien gehen. Das erste Erdbeben, das ich als solches gespürt habe, war damals noch in Deutschland. Ich wohnte etwa zwischen Ulm und Bodensee, also ganz im Süden Deutschlands. Das besagte Erdbeben ereignete sich mit einer Magnitude von 4,2 auf der Richterskala irgendwo in Richtung Schweiz, Basel, die Gegend. Und in der Tat sind Erdbeben in Süd- und Westdeutschland gar nicht mal so selten. Damals wackelten auch die Gläser in den Schränken. Nichts Wildes also. Schreibt mir bitte gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal ein Erdbeben mitgemacht habt. Was habt ihr erlebt? Habt ihr Angst vor Erdbeben? Ich für meinen Teil werde freilich weiterhin hier in Rumänien bleiben und für euch aus diesem schönen Land berichten. So langsam geht es ja auf den Frühling zu, die, wie ich finde, schönste Jahreszeit hier. Dann gibt's wieder mehr Videos von unterwegs. Für heute bleibt mir noch mein Sprüchlein zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihm doch einen Daumen nach oben da. Das hilft, den allmächtigen Algorithmus zu beschwören. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier ist Rumänien. Bis dahin. Tschüss. Euer Micha. Oh my God. An earthquake incoming. Oh, oh. Nee, so schlimm war es nicht. Die Tür hat gewackelt in ihren Angeln und ich habe ein bisschen in Schränken gehört, wie das Zeug hin und her gewackelt ist, aber sonst war bei mir nichts großartig, zum Glück.